Waschen, schneiden, föhnen für Vierbeiner. Das ist hier das Motto. Bei diesem Baumarkt in Bonn steht Pfiffis Fellpflege im Vordergrund, denn hier gibt's das Verwöhnprogramm. Aber ganz von vorne. Michaela Sonntag ist heute mit ihrem Australian Shepherd namens Bandit das erste Mal da. Dabei sieht der doch gar nicht so dreckig aus. Er stinkt. Müffelt. Ein bisschen. Und der saubere Schein trügt. Der 9 Monate alte kleinere Bauke kann auch ganz anders. Und dann muss meist das frisch geputzte Bad dran glauben. Es fliegen die Haare rum, der schüttelt sich, die ganzen Kacheln sind voll. Deshalb geht's jetzt ab in die Waschstraße. Zur Wahl stehen 8 verschiedene Programme, unterschiedlich kombinierbar. Von Kurzwäsche nur mit Wasser bis hin zur Beauty-Behandlung mit Shampoo und Feuchtigkeitspflege. 1 Minute gibt's für 1 Euro. Je dreckiger der Hund, desto länger und teurer die Wäsche. Bandit sieht das Ganze erstmal skeptisch. Pass mal auf, guck mal, ich mach das erstmal hier so, da kannst du sehen, wie das geht. Das ist nichts Schlimmes, guck mal, yeah. Die erfahrene Hundetrainerin weiß, in der Ruhe liegt die Kraft. Wenn ich mir vorstelle, hier kommt einer hin mit einem Angsthund oder so, der kriegt ja einen Schock fürs Leben. Jetzt hat er ja eigentlich gar keine Angst. Er mag auch Wasser, aber das kam ihm jetzt zu schnell raus. In Bonn gibt es schon 3 solcher Waschstraßen. Diese hier seit April. So Thomas Roos, Bereichsleiter in der Logistik des Baumarktes. Seine Chefin hatte die Idee. Kostenpunkt 25.000 Euro. Eine Investition, die sich aber lohnt, so der 45-Jährige. Ja, da wir auch ein Heimtiersortiment haben, bietet sich das natürlich an. Ne? Wenn der Hundebesitzer dann hier einkaufen geht, was ein paar Leckerlis für den Hund kauft, im Nachhinein dann hier vielleicht noch eine Dusche mitnimmt. Frisch geduscht sind nach dem Waschprogramm Hund und Frauchen. Auch Michaela ist ordentlich nass geworden. Ihr Fazit zur tierischen Waschstraße? Also ich finde die toll, wenn der Hund es peu à peu beigebracht bekommt. Ich würde da nicht die Hauruck-Methode machen. Denn Fellpflege für Pfiffi braucht nun mal Zeit. Geöffnet hat die Hundewaschanlage übrigens auch am Sonntag.